Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein altes Schloss und da habe ich eine Feder zugemacht. Das ist jetzt so eine Spiralfeder einfach. Zwei Kreise reingemacht, einen Bogen reingemacht. Das ist also praktisch hier an der Seite gegendrückt. Und diese Seite, die spanne ich dann also dagegen. Das Problem habe ich nur, hier ist ein Loch. Hier vorne ist ein Loch und da ist normalerweise eine Schraube drin, die das Schloss praktisch zuhält. Und wenn ich jetzt diese Feder hier mache, dann ist es so, dann kann ich das nicht mehr verwenden. Sicherlich könnte ich jetzt einen Bogen danach drum machen und das dann dagegen drücken lassen. Ich mache das jetzt einfach anders. Ich suche mir einfach neue Punkte. Und zwar da einen Punkt, hier einen Punkt. Und dann suche ich mir noch. Ja, nee, gar nicht wahr. Ich suche mir hier einen Punkt, da und dann vielleicht da noch in der Ecke einen Punkt. Und vielleicht aber auch noch hier vorne und wird da einfach. Löcher reinbohren und dann setze ich da einfach neue Schrauben rein und dann ist das Schloss auch wieder zu, obwohl es ja hier genietet ist und nur mit einer Schraube gehalten wird, werde ich das dann nachher entweder mit drei oder mit zwei machen, das überlege ich mir gleich. Und das ist einfach der einfachste Weg, um das Schloss wieder zu reparieren und die Zuhaltung da reinzusetzen, die Feder da so reinzusetzen. Genau, das wollte ich nochmal eben so zeigen und wenn ich gleich die Löcher fertig habe, das Schloss zu, zeige ich das Ganze auch nochmal. Dann habe ich wieder Druck auf der Feder oder hier Druck auf der Nuss und dann ist das wieder in Ordnung. Also solche Sachen zu reparieren, es muss nicht genau das gleiche sein. Sicherlich kann man das machen, aber es guckt sowieso keiner in das Schloss rein. Und da wird einfach eine andere Feder gebogen, wird das da reingesetzt und dann funktioniert das Ganze wieder. So sieht das jetzt mit der Feder aus. Oben habe ich hier ein Loch gebohrt mit Gewinde geschnitten. Hier an der Seite habe ich das auch gemacht. Und ja, das geht ja nicht mehr. Ich könnte jetzt hier einen Bogen rummachen und aber das lasse ich jetzt heute. Das ist hier der Nusshalter, damit mir die Nuss nicht rausfliegt, weil da jetzt so viel Spannung drauf ist. Ich würde jetzt den Deckel da draufsetzen und dann dementsprechend verschrauben. Der passt da nicht ganz durch. Dann muss ich das gleich anders lösen, aber das mache ich gleich, nehme die Schraube gleich runter, halte meinen Finger da drauf, dass die Nuss nicht weg kann und dann funktioniert das Ganze schon. Ja, das ist also eine Lösung, das mache ich ganz oft so, ist ganz einfach eine Feder zu machen. Man muss sich nur einen Gegenpunkt suchen, ansonsten muss man da einen neuen einnieten oder setzen, habe ich schon oft gezeigt in anderen Videos und dann ist das Schloss wieder funktionsfähig. Ist ein altes Schloss, also da kann ich jetzt kein neues kaufen, das ist Quatsch, sich da ein neues zu kaufen, weil ich muss da so viel an der Tür verändern, weil das da nicht reinpasst. Und das ist ja schließlich nur eine Feder kaputt, kommt eine neue Feder rein und dann ist das alles wieder in Ordnung. Und wenn man sich die Arbeitszeit oder den Tischler holt, der das macht, damit das vernünftig aussieht, der ist da ein, zwei Stunden bei, sind 120 Euro nimmt der Tischler dafür und ich nehme hier nur einen Bruchteil, um das Schloss wieder in Stand zu setzen. Also wie gesagt, wenn der Tischler das richtig macht, also ein Schlüsseldienst ist falsch, ein Tischler, wenn er das richtig macht, dann muss, wenn er jetzt ein neues Schloss nimmt, das hat ja ganz andere Maße, jetzt hier so von dem Stulp hier her, dann ist es so, dass er das da einarbeiten muss, dann muss das Schließblech noch verändert werden, weil das passt da nicht rein. Also ist er gut 2 Stunden bei, rechne ich mal 60 Euro die Stunde. Dann kostet das 120 Euro plus Material, plus Anfahrtsweg. Ich denke mal, 150 Euro nimmt er dafür. Und ja, bei mir ist es nur ein Bruchteil von dem, eine Feder zu machen, einzusetzen, das Schloss so zu verändern, damit das funktioniert. Damit man das nachher einfach so wieder einbauen kann. Man nimmt das Schloss jetzt einfach, setzt das nur wieder rein. Und ja, schon ist wieder alles funktionsfähig. Und selbst die Farbe bleibt ganz oft noch draußen am Stulp dran. Also die platzt ja nicht unbedingt von weg. Okay, ich setze den Deckel drauf, schraube das wieder zu. Das brauche ich ja jetzt nicht filmen. Das war's dann von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.